Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Weihnachtszeit ist Plätzchenzeit. Wir haben ja auch schon einige verschiedene Plätzchen gebacken, zum Beispiel mit Zimt, mit Nüssen, Lebkuchen oder auch Spritzgebäck. Und ich habe trotzdem noch ein tolles Rezept für euch gefunden. Wir backen heute Schokoherzen. Der Teig wird mit Zapfenschokolade und die Füllung mit weißer Schokolade zubereitet. Also genau das Richtige für kleine Schokomäulchen. Wir fangen auch gleich mit der Schokolade an. Dort zuvor abonniert noch schnell meinen Kanal und läutet die Glocke, damit ihr keins meiner nächsten Videos verpasst. Für den Teig brauchen wir 25 Gramm Zartbitterschokolade, die wir zerkleinern und im Wasserbad schmelzen. Nachdem die Schokolade geschmolzen ist, brauchen wir für den Teig noch folgende Zutaten. 125 Gramm Butter, 90 Gramm Puderzucker, 4 Gramm Vanillezucker, 200 Gramm Mehl, 5 Gramm Backkakao und ein Ei. Wie üblich beim Plätzchenteig kommen alle Zutaten in die Schüssel und werden miteinander verknetet. Die Butter, Puderzucker, Vanillezucker, Mehl, Backkakao und das Ei. Zuletzt geben wir noch die abgekühlte Schokolade dazu. Dann lasst uns mal die Zutaten verkneten. Den fertigen Teig wickeln wir in eine Frischhaltefolie und legen ihn dann für 30 Minuten in den Kühlschrank. Bevor wir anfangen, unsere Schokosterne auszustechen, schmelzen wir noch 100 Gramm weiße Schokolade und 15 Gramm Butter im Wasserbad. Die Schokolade schmilzt und wir fangen an, unsere Herzen auszustechen. Wir bemehlen unsere Arbeitsfläche und rollen den Teig etwa 3 mm dick aus. Achtet darauf, dass ihr von jeder Sorte die gleiche Anzahl ausstecht, denn für die fertigen Schokoherzen brauchen wir jeweils 2 Kekse. Die ersten Herzen werden bei 180 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Ofen etwa 10 Minuten gebacken. Die ersten Herzen sind fertig und dann können auch schon die nächsten rein. Nachdem alle Herzen fertig gebacken sind, kommen wir zur Dekoration. Die Schokolade habe ich schon in einen Spritzbeutel gefüllt und nun kleben wir die Herzen zusammen und füllen das kleine Herz mit Schokolade auf. Meine gefüllten Kekse sind fertig. Die angegebenen Zutaten reichen für etwa 30 Stück. Das müssen sie eigentlich nur noch trocknen und dann können wir sie auch schon genießen. Ich habe für meine Füllung weiße Schokolade mit Butter verwendet. Etwas leichter geht es mit weißer Kuvertüre und Kokosöl. Das Rezept für diese Kekse findet ihr immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt noch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!